Und wer meine Folge heute Mittag geschaut hat von Clash of Clans, der weiß, ich bin einfach so sitzen geblieben. Also ich ziehe mich natürlich ab und zu mal um, aber ich bin direkt einfach mal sitzen geblieben, habe gedacht, Toto, heute haust du auf dem Freitag noch eine zweite Folge raus, nämlich Brawlstars, denn hier hat sich natürlich auch was getan. Ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, wir haben uns einen Brawler hier nämlich freigespielt, beziehungsweise ich habe einen aus einer Kiste bekommen. Es ist der Frank hier. Ich betone das mal, es steht ja auch so im Thumbnail. Das ist auch eine kleine Anekdote. Also wir haben den Frank hier, denn auch ich werde immer mal wieder als Thorsten mit einem langgezogenen am Ende gerufen. Das heißt also, wenn da unten jemand ruft, Thorsten, dann ist das auch mal ein genau wie der Frank hier. Und den würde ich heute ganz gerne mal ausprobieren. Ich kenne ihn eigentlich schon auch, was so die ganzen Sachen angeht. Der braucht eine Weile, um mit seinem Hammer auszuholen, schlägt aber so hart zu, dass eine Schockwelle entsteht. Das ist einmal das eine, und das andere, härtester Schlag erzeugt eine Schockwelle, die die Umgebung zerstört. Also, und die Gegner sind kurz mal zeitlang gelähmt. Im Jargon heißt das auch immer gerne mal, dass sie gestunt sind. Und ich bin wieder am Mobile Device und unterwegs. Einfach mal so ein bisschen ganz locker und lässiges Brawlstars spielen. Und ich würde sagen, ich habe sowieso alle Events auf, denn ihr habt das in der Woche auch gemerkt. Es ist zwar mein Club hier, aber er wird tatsächlich von Mastengo hier ein bisschen angeführt. Denn der entscheidet im Moment und lenkt hier so ein bisschen diesen Club. Denn ich komme nicht wirklich zum Brawlstars spielen. Und wenn, dann nervt mich dieses Game auch oftmals gerne mal so ein bisschen ab. Muss ich sagen, ich kann den Kollegen auch gleich leveln. Das machen wir auch. Denn ich habe ihn schon jetzt so ein paar Tage länger und habe natürlich schon ein paar Marken reinbekommen. Da haben wir ihn jetzt schon mal auf Power 3 und kriegen ihn noch einen höher. Sehr schön, schon mal auf Power 4. Ich glaube, das ist mal nicht schlecht zum Einstieg. Mal gucken. Wir wählen ihn jetzt in jedem Fall mal aus und machen mal, ihr seht das auch hier, ich habe alle Marken auf. Mal sehen, was wir mit dem als erstes reißen. Ich glaube, wir nehmen als erstes mal einen Showdown und dann gehen wir aufs Spiel, mal sehen, was auf uns zukommt. Ah, sehr krasse Geschichte immer hier am Handy. Es ist immer so fürchterlich klein für mich. Aber am Tablet, das Tablet kann ich einfach so irgendwie so ein bisschen schlechter benutzen. Und deswegen ist er mir hier immer so ein bisschen lieber hier. Okay. Den haben wir schon mal in die Flucht. Oh, das ist eine coole Truppe, glaube ich, mit dem Bull hier. Ah, shit. Da komme ich aber. Oh, der ist aber ein bisschen lahm. Kann das sein, dass der so ein bisschen lahm ist hier? In seinen ganzen Attacken. Und oh, da hätte ich jetzt mein Special schon machen können. Shit, da war die Shelly mit ihrem starken Schuss doch ein bisschen härter. Das habe ich gerade verkannt. Aber ich spiele ihn jetzt auch wirklich das allererste Mal hier. Und ich bin allerdings auch zurück in einer genau vorm Gegner. Alter, das geht ja gar nicht. Ich bin genau vorm Gegner online. Das ist natürlich super, super blöde. Oh, der ist echt lahm. Oh, der ist wirklich lahm. Aber das war jetzt auch ein bisschen Pech. Okay, ich verliere aber keine Medaillen. Das war jetzt echt mal ein bisschen Pech, dass ich genau vom Gegner spawne und da auch vor allen Dingen beide Gegner hatte. Ist halt manchmal so. Also wie gesagt, das war jetzt die allererste Runde überhaupt mit diesem Brawler hier. Und ich muss jetzt echt mal schauen, dass ich eine andere Paarung hier bekomme. Okay. Oh, der ist echt lahm. Alter, da kann ich mich ja gar nicht dran gewöhnen. Denn bisher hatte ich eigentlich immer Brawler, die so ein bisschen... Oh, mein Teamkamerad ist dann erst zurück, okay. Aber wir haben uns das Ding hier, glaube ich, geholt. Und ein paar Healpoints haben wir. Ich warte mal, bis der wiederkommt. Mal sehen, ob wir uns dann hier unten gleich die Truhe schon mal zu zweit schnappen können. Das können wir. Aber wir haben auch gleich einen Gegner da, den El Primo. Und... also die Attacken sind echt langsam. Die Attacken sind wirklich langsam. Das bin ich überhaupt nicht gewohnt, so einen Kollegen hier zu spielen. Ah, so einen richtigen Tank. Tank der Frank hier. Tank der Frank. Frank der Tank. Und geile Sache. Den muss ich echt ausloten. Aber ich warte immer ganz brav auf mein Teammate. Wir haben auf jeden Fall zwei Juwelen. Oh, die ist stark. Die ist stark im Einzelshot. Da muss ich ein bisschen bei weg. Jetzt haben wir noch vier Teams. Ich hoffe, dass der Colt jetzt darum geht. Und wir hier einfach mal so ein bisschen... Ah, wir haben ja auch eine gewisse Range. Sehe ich jetzt gerade. Wir haben eine gewisse Range. Ich kann mein Special nochmal machen. Und nochmal, jawohl. Mein Teammate ist jetzt aber wieder weg. Ich muss mal kurz hier ein kleines bisschen verstecken, um die Gegner hier so ein bisschen von mir wegzuhalten. Wir sind noch drei Teams hier. Das sieht noch ganz gut aus.
Aber das habe ich mir gedacht, du El Primo, dass du hier kommst. Ich hoffe, dass mein Mate jetzt kommt und den erledigt. Na komm, 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 komm. Ah, das schafft er nicht. Das schafft er nicht. Schade. Ist jetzt mal an der Stelle nicht ganz so schlimm. Okay, wir haben schon mal 4 Medaillen geholt hier mit dem Kollegen Frank. Frank. Auch nicht schlecht. Okay, ich mache aber kein Game. Ah ne, mit dem Frank mache ich jetzt... Ich will jetzt zumindest mit dem Frank hier kurz mal, glaube ich, alle Modis ausprobieren. Und da haben wir schon mal unsere erste Kiste. Okay, wir gucken mal, was jetzt drin ist. Vielleicht kriegen wir noch einen gelevelt, was ich jetzt nicht wirklich glaube. 12 Münzen, ein paar Powerpunkte für Penny und den Daryl haben wir eine Stufe hochgepowert und 2 Marken. Da muss ich in jedem Fall nächstes Mal ein bisschen mehr spielen, denn die sammeln sich ja extremst an. Und ich würde sagen, wir nehmen noch einen Spielmodi hier rein. Jetzt muss ich aber mal gucken, Juwelenjagd, ist das was für den Kollegen hier? Ich muss erst mal gucken. Ich muss erst mal schauen, wie der jetzt bei der Juwelenjagd tickt, denn er ist lahm. Er ist wirklich, wirklich lahm. Ich muss das Mikro mal ein bisschen an die Seite nehmen. Sonst quatsche ich immer vor mein Handy. Und okay, ein Tank geht immer vor, ja. Ein Tank geht immer vor. Und das macht der Frank hier auch. Oh shit, aber ich glaube ein bisschen zu heftig. Okay, da habe ich mir ein bisschen zu viel zugetraut gerade, glaube ich. Und dann hauen wir hier aber jetzt einmal richtig in den Sack rein. So, aber ich glaube Marken, ich glaube die Juwelen lassen sich mit dem ganz gut chargen hier. Das muss jetzt aber mal der El Primo kurz mal ein bisschen reißen. Ich muss mich mal so ein bisschen hier in Deckung wähnen, um hier mein Special so ein bisschen zu bringen. Der bleibt jedes Mal natürlich stehen hier. Das ist ein bisschen hinderlich, finde ich. Und, der hat echtes Delay hier. Oh. Da müssen wir kurz mal ein bisschen durchrecken hier. Jetzt haben wir natürlich hier die Kollegen mit drin hier. Und, mal sehen. Ah, dieser alte Dynamiter versteckt sich da irgendwo immer in dem Gras hier. Das sieht ganz gut aus. Wir können in jedem Fall super sammeln hier. Denn gerade an den Char hier, da kommst du nur so ein bisschen mit Fernsachen, glaube ich, dran. Oder halt mit Pullen hier. Sonst macht er das da, glaube ich, ganz, ganz gut weg. Jetzt muss ich allerdings auch schon mal kurz mal in ein Gebüsch. Der Gegner hat jetzt mal gerade schon mal 8 und ich habe von unseren habe ich alle Marken. Kann das gerade mal so sein, dass ich alle Marken habe? Oh, jetzt habe ich alle verloren, aber es ist jemand da. Es ist der El Primo und der hat auch alles wieder verloren. Oh, shit. Der El Primo hat auch wieder alles verloren. Dann müssen wir jetzt mit dem Frank mal richtig durchdenken hier. Komm. Aber der bleibt immer stehen und der bleibt von allen Dingen immer im Dynamite stehen. Das ist richtig kacke. Okay, die haben uns aber zurückgeholt hier. Aber der Gegner trotzdem viel mehr als wir und hat es auch gewonnen. Boah. Hat es auch gewonnen. Ah ja, das stört mich ein bisschen, muss ich sagen. Dass der so ein bisschen, dass der einfach immer stehen bleibt. Und haben natürlich die Flaschenspieler hier, muss ich mal so sagen, leichtes Spiel. Der Dynamite und auch der Daryl ist es, glaube ich. Denn in der Zeit, wo ich dann natürlich stehe, bin ich super, super angreifbar mit diesem Charakter hier. Das müssen wir also optimieren. Ja, ich komme ja. Du brauchst mich nicht anschießen, Mann. Du musst mich nicht anschießen. Ich werde von selber wach. Oh, wir haben hier... Ah, nee, das ist ja der Daryl hier. Der andere Kollege heißt anders. Oh, shit, der Bull hat mich da gerade gepackt. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich, dass der Bull mich da weggehauen hat hier. Also, der Gegner hat auch einen Tank dabei. Aber er hat halt keinen Frank. Und... Mal sehen, die müssen wir hier wegmachen, die mit ihrem Flächenschaden und vielleicht auch den Bull noch weg, jawohl, haben wir gepackt, komm, holt euch die Marken da ist ja das rollende Fass, da kann ich mich noch gerade so gegen wehren, schnell hier einmal in den Busch rein, jawohl, oh, die ist echt stark, die ist wirklich mal stark da, oh, da ist der Bull bei uns da unten, Leute, macht den weg, gut, also dieses Stehenbleiben, das stört mich echt. Das stört mich ganz, ganz krass, muss ich sagen. So, jetzt haben wir aber schon mal
glaube ich, einiges offen hier. Kriegen den nochmal weggepowert. Kommt. Legt euch irgendwie in Sicherheit. 11 Stück, das müssen wir halten. Ich glaube, das halten wir auch. Dann können wir die nochmal ganz wegstunnen hier. Jo, das haben wir. So kann man es, so geht es irgendwie. Also so ein bisschen eingespielt hier mit dem Frank. Coole Sache. Haben auf jeden Fall wieder ein paar Medaillen geholt. Frank der Tank hat auch hier gut was gerissen. Und nee, das verlassen wir mal. Machen wir mal noch einen Modi. Wir hängen mal noch einen. Ich glaube, einen Modi hängen wir noch hinten dran, oder? Ja, ich würde sagen, einen machen wir noch. Mal gucken. Kopfgeldjagd. Kopfgeldjagd, ist das gut damit? Ich weiß es nicht genau, aber den Showdown hatten wir eben schon, obwohl das der Showdown ja ist mit den mit diesem Special, je nachdem was es ist, ein Einschlag, eine Pulle oder was auch immer. Deswegen nehmen wir jetzt mal hier die Kopfgeldjagd. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich glaube, das wird nichts. Ich muss den echt öfter spielen. Ich muss den dann öfter spielen, den Kollegen hier. Muss ich mal schauen. Ja, alles klar, voll in den Flächenschaden rein. Aber dafür ist, glaube ich, dann der Tank... Ja, oder der Frank ist dann auch genau dafür, nämlich der Tank, den muss ich aggressiv spielen hier. Und oh, ich bin jetzt schon im Besitz von ganz schön vielen Marken bzw. Kills. Da muss ich kurz einmal durchrecken hier außen. So, dann kann das hier jetzt, oh, ich darf mich natürlich jetzt nicht verlieren und muss einfach nur gewinnen, so wie jetzt. 6 Stück, ich glaube 7 Stück kann man maximal nehmen, kann das sein? Ich muss mich hier aber echt zurückhalten. Ich muss mich echt zurückhalten, dass die jetzt hier schön die Kills machen. Ich kann mich hier so ein bisschen ausruhen oder aber ich mache hier noch ein bisschen mehr Kills. Nochmal das Ding reingefeuert, da kommt erstmal nichts ran hier. Und aber ich muss hier jetzt schon wieder außen so ein bisschen rein. So, mal sehen. Ich glaube, mehr Marken. Oh, 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 was ist das da? Scheiße. Der Bull kommt mir ganz extrem nahe hier. Da habe ich keinen Bock drauf auf den Bull, dass der mich holt. Ah, ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Hole ich mir wieder. Aber erstmal das Ding geholt und da ist auch gleich wieder der Bull. Haben wir ihn gestunt? Ja, wir haben ihn gestunt und wir haben ihn auch gleich wieder gekriegt. Rache ist süß. So muss das sein. Jetzt haben wir noch einen Stun offen. Jawohl. Und den haben wir auch gepackt. Mann, Mann, Mann. 29, 21. Also, oh nein. Ja, scheiße. Die Fernkampfwache. Aber da ist der Bull, Leute. Da sind zwei gleich. Und nochmal durchgestunt. Komm. Eieieiei. Also mit dem Hau drauf hier kann man es machen. Alter Falter. Der ist ja ultra brutal. Der ist... Komm. Und nochmal. Oh, jetzt muss ich aber weg. Jetzt muss ich aber echt wieder weg hier. Scheiße, nee, ey. Oh, 42, 32. Das müssen wir einfach durchhalten. Kommt, Leute. Kommt, Leute. Einmal noch die Jungs hier ein bisschen weggestunt. Und dann müsste es das eigentlich gewesen sein. Jo, 44, 35. Oh, cooles Ding hier. Alter Falter. Ja, er macht Bock. Er macht Bock. Haben wir nochmal einen Sieg reingefahren hier und haben auch nochmal die Starmarke reingefahren. Ja, so gefällt dem Toto das. Ich weiß, wir könnten jetzt noch weiterspielen mit mir, dem Frank, den Tank hier. Aber wir haben hier, das ist glaube ich jetzt auch mein Poki, das ist mein Poki-Höchststand. Jawohl, ich habe meinen Poki-Höchststand erreicht und dann machen wir in jedem Fall noch dieses Trüchen hier auf. Bevor es hier dann in den Feierabend geht, ja, das ist Brawl Stars. Also ich spiele es sehr, sehr casual. Oh, wir haben 5 Stück für den Frank hier reingefahren. Und die Penny, ich konnte auch jetzt irgendeinen, glaube ich, leveln. Kann das sein, dass ich irgendeinen noch hier leveln konnte? Jo, ich kann die Shelly leveln, aber die ist schon ziemlich teuer. Ah, da muss ich mal gucken, wen konnte ich denn noch leveln hier? Ich hätte fast gesagt, wir nehmen erstmal das rollende Fass hier. Denn den spiele ich in jedem Fall ja auch ganz gerne. Habt ihr mal in den vorherigen Folgen gesehen. 6,32 habe ich noch. Ich überlege mir das mal, wen wir noch machen können. Und auch hier im Shop habe ich wieder kurzfristig mal zugeschlagen. Was ich richtig krass finde, ist hier, es gibt einen mythischen Brawler. Es gibt, glaube ich, nur 2 Stück. Das Ding hole ich mir aber nicht, auch wenn ich dafür müsste ich sowieso Gems aufladen. Ich hatte mir mal geholt, die Sonderangebot 160 von den
Powerpunkten auf einen Brawler. Das habe ich mir tatsächlich mal gegönnt. Das ist, glaube ich, kein schlechtes Paket, aber die 16 hier, das ist ein bisschen mau, 16 Münzen. Naja, okay. Ich freue mich drauf, dass ich den Frank hier jetzt ein bisschen weiterspielen kann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir am Ende, die Brawl Stars Fans zumindest, einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, dass ich mich mal öfter in meinem Club blicken lasse und verbleibe. Euer Toto Brawl.